Mein Name ist Karl Wölflig. Ich bin 29 Jahre alt und bin ein Musikproduktionsstudent und gehe gerade meinen Weg in die Selbstständigkeit des Musikproduzierens. Ja, und das läuft derweil ziemlich gut. Und jetzt werde ich euch mal ein bisschen was über mich erzählen. Ja, der Titel klingt erstmal sehr abstrakt, aber kann ich ganz gut erklären. Und zwar, als erstes haben wir die Rosette. Die Rosette steht natürlich für die Frauen, beziehungsweise in den Anfangszeiten natürlich die Mädchen. Rosický steht natürlich für den Fußballer Tomáš Rosický, ein tschechischer Fußballer, der von Anfang bis Mitte der 00er Jahre bei Borussia Dortmund gespielt hat. Was jetzt aber nicht heißt, dass ich Borussia Dortmund-Fan bin. Ja, und Rote Mucke ist im Endeffekt das, in was alles gegipfelt hat. Der Untertitel unterstreicht das natürlich, das Wagnis dieser also natürlich hatte das bei den Sinn, dass sich diese drei Wörter halt auf diese Jugend beziehen und somit die Jugend definieren. Mädchen, Fußball, Musik. Ja, wir bewegen uns hier nicht irgendwie in der Klassik halt, wo alles so hart durchdacht ist und man und das in dem Falle ja nicht reicht, einfach nur einen Song zu schreiben und so. Das würde der Sache ja nicht gerecht werden, um das jetzt mal zu vergleichen. Nein, ich bin der Meinung, es sollte immer einfach sein. Ja, ein paar Akkorde, ein paar Melodien und dann schmeiß das zusammen, spiel das und guck einfach, wie es ist oder fühl, wie es sich anfühlt. Dann komme ich immer wieder an denselben Punkt, ich nehme die Gitarre, weil die Gitarre das Instrument ist, was ich einfach am besten beherrsche von allen. Und dann schreibe ich halt da, also da kenne ich einfach die meisten Akkorde, wie ich sie spiele. Und deswegen, und dann fange ich da halt an zu schreiben und dann übersetze ich das sozusagen in den Computer, diese Akkorde und alles und programmiere das ein. Und dann läuft das und da sitze ich dann im Endeffekt auch nur da und ich spiele Akkordfolgen durch, ich suche mir eine Tonart irgendwie aus, je nachdem was ich mache, wenn ich einen Song für mich schreibe, den ich singe, dann weiß ich, welche diese drei Tonarten sind, die ich mit meiner Stimme halbwegs irgendwie beherrsche. Es gibt dort eine junge Frau, die mir in den letzten Monaten positiv aufgefallen ist, die Jenny, und da hatte ich letztens wieder so einen Moment, wo ich gemerkt habe, ich bin wieder da. Ich bin wieder back im Game halt und so, ne? Weil da sitzen wir und sie sitzt hinter mir und ich ziehe mein übliches Programm durch und sie lacht und sie lacht und irgendwann bringe ich sie so richtig heftig zum Lachen halt und so. Und ich gucke sofort rüber und sie lacht mich an und so. Und ja, und da war ich wieder an dem Punkt, erstmals an dem Punkt, wo ich halt sagen muss, ich werde nie wieder etwas als schön bezeichnen. Immer diese Frage, ist es gut, dass ich geboren wurde? Das war immer so eine Frage, irgendwie, die habe ich irgendwo mal in der Frühjugend, diese Frage mir mal irgendwie über den Weg gelaufen. Ich weiß nicht, in einer Serie, in einem Comic, in einer sonst was, in einem Anime vielleicht, ich weiß es nicht mehr. Und die hat mich irgendwie immer begleitet und so. Das hat viel auch so mit der Herkunft zu tun, das hat viel damit so zu tun, dass ich meinen Vater zum Beispiel nie kannte. Bis heute nicht kenne, was mir prinzipiell am Arsch vorbei geht, aber irgendwie, ja, wie das halt so ist, oder ist so ein, irgendwie so ein Gefühl tief hinten halt und so, und das treibt auf jeden Fall an und das mischt sich mit
den Platten und den Büchern und das mischt sich irgendwie alles nach so einer Sinnsuche irgendwie zusammen. Das ist einfach das Schlimmste. Ich meine, Kunst machen, ja, das machen wir halt alle, das müssen wir akzeptieren, dass das so ist, aber bitte mir als Künstler bezeichnen, ja. Künstler, das sind Leute, die sitzen irgendwo in Mitte hier, in irgendwelchen Bars, sehen aus wie Müllmänner aus Zeiten der Depression, jagen ihrem eigenen Schwanz hinterher und debattieren unsäglich darüber, ob Godard hätte früher Farbfilme drehen sollen. Also das sind die größten Hurensöhne überhaupt. Das ist, deswegen, da will ich nicht in der Tat. Ich hab das alles durch, verpisst euch. Und es gibt da bestimmte Lieder, es gibt bestimmte Platten, denen will man es gleich tun. Und zwar ganz speziell bei mir ist es die vorhin schon erwähnten Prefab Sprout mit dem Album Steve McQueen. Das ist für mich einfach die perfekte Platte ist, also in Bezug auf Songwriting, Texte, Produktion, Sounddesign, Performance und so, das ist einfach, das ist der Shit, nach dem ich trachte. Also. Scheiß drauf, schaltet euer Hirn aus. Das ist das Erste, was ich euch empfehlen kann, schaltet euer scheiß Gehirn aus und macht das halt. Egal bei was das ist, ob's Hip-Hop ist, ob's Jazz ist oder ob bei Jazz sowieso, das ist eh nur Impro, da sollte man eh nicht so viel denken. Oder ob es zum Beispiel auch hier, was die Jenny da letztens im Referat hatte mit der Noise-Musik halt und so. Eigentlich ist das perfekte Beispiel oder so. Nimm dir einfach ein scheiß Instrument, in dem Fall einen Synthesizer, knall den halt einfach hin und fang an dran rumzuspielen. Dreh mal an dem Regler, drück mal die Taste, steck mal das scheiß Kabel da rein halt und so. Und guck einfach, was passiert, man. Musik ist ein scheiß Feldexperiment. Erinnert sich eigentlich noch jemand an Nadja Katlan? Solltet ihr mal googeln.